Genau. Wow. Okay, nächste Aufgabe. Flaggen einsammeln. Glaube, da werde ich mir auch noch mal richtig hart ein Upragen bei. Also. Ah, jetzt habe ich einen Propeller erwischt. Hab ich mich erschrocken. Oh Gott. Hatte der Wissen direkt explodiert. Ja klar. Alter. Oh, deswegen musst du da auch tief fliegen, aber das fliegt da jetzt. Die Kurve von diesen Pipelines auf die Straße ist mega schwierig, finde ich. Ich habe gerade einen 1000er Ping. Was? Ich habe einen 1000er Ping. Was ist das denn? Du bist, ja, keine Ahnung, du bist gerade voll am Lenken bei mir. Bei mir nicht. Ui. Das ist aber ganz klar dann deine Connection. Müsste gleich mal vielleicht den Router resetten und dann Aufnahme nochmal neu starten. Oh fuck! Okay, kaputt. 1700er Ping, what the fuck? Bei mir hörst du dich aber noch normal an. Ja, das. Klar, aber du hast bei mir gerade schon die ganze Zeit voll hart rumgeleckt. Also. Verbindungsqualität 9% im TS, ja geil. Das sehe ich immer noch ganz normal an. Flaggen muss man da einsammeln. Oh. Nein! Oh Gott, das... Da habe ich schon wieder der Propeller. Behindert! Nein, da wollte ich einen coolen Move machen. Alter, warum habe ich jetzt auch immer so eine scheiß Verbindung? Ja, fragst du mich, das meine ist okay. Was ist denn da die beste Route, die man fliegen kann? Weiß ich nicht, ich bin noch nicht so weit. Oh shit! Fuck. Alter, das ist auch richtig heavy. Erstmal dahin kommen.
Bitch. Fuck die Bitch. Das war gut, der Run, aber dann. Aber dann wieder bei der Pipeline Ende versaut. Oh, hallo Wand. Wie kann man bei einem 1400er Ping noch. Laden und dann immer der. What? Ein Ding und so. Was willst du? Papa's Latz? Papa's Latz? Ich meine nur, wie kann man mit einem 1000er Ping noch eine Verbindungsqualität von 24% haben? Weiß ich nicht, heiße ich Verbindung. Nö. Ja, siehst du, woher soll ich das dann wissen, wie das dann ist? Oh no, ich dachte, du bist Gott. Du weißt alles. Mein Gott, weil ich gerade mit dir zocke, deswegen so easy peasy. Ich dem das nicht erlaube, schlecht zu sein. Easy peasy. Hasse. Easy peasy. Peasy. Halt mal. Was hast du? Ich hasse dich. Okay. Weil du nur auf das geschafft hast. Ich hasse die. Nein. Hab ich nicht. Hab ich das gesagt? Nö. Aber hat sich gerade so angehört. Ja, also. Du verstehst doch einfach nicht. Du willst nicht, Gott kannst das auch nicht verstehen. Nee. Oh nein, jetzt habe ich ja die falsche Taste gedrückt. Nein! Ich muss Pause machen, keinen Bock mehr. Tschüss, bis nächstes Mal. Das kam ja früh bei dir an. Alter! Alter, was? Ist mir so deine Nase rein, dass du weiter bist, hä? Halt dein Maul. Pisser. Mein Bruder lädt gerade ein Spiel runter, der Pisser. Und wieso verbietest du ihm das nicht? Ja, hab ich ihm gerade. Dass er es pausieren soll und heute Nacht machen soll. Muss er nicht arbeiten oder so. Oder zur Schule. Ach, zur Schule wäre cool. Wann geht das hier los? Mein September 10. oder? Mhm. Kurz vor Christians und Patrizias Geburtstag. Leute, da bin ich mit meiner Heckflosse an der Decke geschraubt und deswegen hat es meine Schnauze hochgedrückt. Nja. Hoch. Kackflaggen. Schaffe ich doch niemals. Vor allem muss man auch
alle Flaggen, die da sind, glaube ich, einsammeln. Wollt's mich ärgern oder was? Besser. Ja, ja. Bin schon bei den Flaggen und du nicht. Sag ich das nicht. Oh, jetzt habe ich blaue Dinger. Die habe ich ja noch gar nicht, glaube ich. Also, wenn ich das gleich beim ersten Mal mache, deine scheiß Flaggen, ne? Ist schlecht. Musst du irgendwas. Musst du deine PS4 verkaufen? Wenn du scheiße bist und das nicht. Ne, PS3. Wenn du scheiße bist und das nicht spielen darfst. Boah, ich will dich mal sehen, dass du das beim ersten Mal schaffst. Ja, wenn. Dann guckst du aber blöd, oder? Dann würde ich echt doof gucken. Möglich ist noch alles. Naja, better crash it. Man hört dein Facebook, ey, du bist so ein Kacknoob, ne? Sonst immer ganz penibel, ich nicht in der Aufnahme, aber so eine Scheiße, hörst du ständig bei dir. Was kannst du eigentlich, hä? Einfach mal die Boxen eben ausstellen, geht auch nicht, ne? Nö. Oder den Sound vom Internet runterdrehen, geht nicht, ne? Das ist den Sound vom Internet, ja. Was? Ja, den Sound vom Internet runterdrehen. Vom Browser, Internetbrowser. Ne, krieg ich nicht hin, bin ich zu dumm für. Jetzt echt? Nein, natürlich nicht. So natürlich finde ich das jetzt nicht. Ach so, du bist scheiße. Ich bin Gott, halt an. Wie viel traust du mir eigentlich dann zu? Krasser Scheiß. Nix. Ah, siehste. Warum sollte ich dir dann mehr zutrauen? Weil ich Gott bin. As you said. Hoch. Miau. Jetzt bin ich in die Autobahn. Oh shit! Ich hab voll die Autos mitgenommen. Den habe ich erstmal da schön in der Construction Scheit geparkt. Oh, die haben nicht X gedrückt. Ah, schon wieder! Nervt mich. Nimm es, du kriegst wahrscheinlich, wenn du überall Gold machst, nicht mehr was am Ende. Das ist cool, echt das Schade daran. Ein mega cooles Flugzeug kriegst oder so. Weil du jetzt mega der gute Flieger bist, weißt du? So ein Jumbo-Jet. Oder so. Oder halt das Flugzeug hier. Also, den Jet. Aber den habe ich ja schon. Oh mein Gott. Oh lol. Lol, ich rauche schon, aber ich kann noch fliegen. Nice. What is he doing that? Oh. Doch, diese Fuckfelsen, ey. So eine Scheiße ist das doch mit denen. Das ist zu eng, ne? Wenn du zu hoch bist. Du bist schon über 3 Meter, Mama. User joined your channel.
What? Hast du einen Knopf gedrückt? Moin. Ja, schon wieder. Wieso hat er mir jetzt nochmal gesagt, dass User in your channel is recording? Nur wegen Achim oder was? Wahrscheinlich. Nein! Oh nein! Hätte er nicht nur dem das sagen können? Weiß ich auch nicht, das ist TS halt. Voll irritiert. Das ist schon komisch. Ich verstehe. Nachdem, dass man verstehen kann, dann ist ja alles okay. Aber man kann sie rausschneiden. Kann man. Der U-Bahn. Naja, im Bus. Oder Bus, wegen auch das. Wieso nicht in der U-Bahn? Sie schon wieder. Muss den Achim gleich leiser machen. Das ist ja gerade mega laut in der Aufnahme. Ich finde jetzt nicht so laut. Nee, bei mir. Ich hab dich auf Null. Jetzt bin ich hier kaputt. Jetzt hast du mich doch wieder auf Null, oder was? Hab ich dich immer, weil sonst meine Stimme zu laut ist. Ja, aber ich dachte, du hast mich auf plus 20. Nee, auf plus. Nee, jetzt gerade. Mal gucken. Plus 2 hab ich. Ja, kein Wunder, dass ich so leise bin, ey. Immer, wenn du beschwerst dich immer, ey. Mongo. Ja, ich weiß, weil sonst meine Stimme bei der Aufnahme zu laut ist. Wenn du mal verstellst, da ist doch kein Wunder, ey. Du bist ein Penner. Hä? Beim Aufnehmen drehe ich immer alle auf Null. Ja, und vorhin hast du noch gesagt, in der Aufnahme, du bist voll leid und ich habe die Schnauze plus 20. Ganz zu Anfang. Plus 20 habe ich nicht gesagt. Du hast irgendwas mit 20 gesagt. Da habe ich die alle, wenn ich nicht in der Aufnahme bin, habe ich alle auf plus 5. Du hast bestimmt irgendwas mit 20 gesagt. Nein. Das Flugzeug dreht sich zu langsam. Scheiße, habe ich das verpasst. Umkehren. Wieder. Kacke. Kann ich auch schon wieder abschmieren. Ab ins World Trade Center. Was? Machst du dich da gerade drüber lustig oder was? Ja.
muss man mehr reden, die Leute unterhalten. Ja, das kann man nicht machen, wenn man sich so konzentrieren muss. Das ist schwierig. Ja, pff, mir doch egal. Noch viel zu lernen, du hast junger YouTuber. Echt mal. Ja. Ich hatte mal einen anderen Channel, der hieß Gronk.de, hab ich dann verkauft. Nein! Oh mein Gott, das war so krass. Und da hab ich hier so einen Windmühle da geküsst, ey, so scheiße. Kacke ist das. Kacke! Ist ja wirklich behindert, Kanal, also, den kann ich auch nicht mehr sehen. Erstmal durchfliegen, wenn mich nicht mehr hier drin. Du kannst, musst reden. Jetzt fliege ich gerade eine Kurve. Und jetzt mache ich gerade einen Tiefflug durch Gebäude. Du sollst beschreiben, was du machst, du sollst kommentieren, was du machst. Ja. Jetzt muss ich deutlich höher fliegen, sonst krieg ich das nicht mehr. Und das wäre scheiße. Das war kommentiert. Ja. Weitermachen. Scharfe Kurve und wieder runter. So wird der Dennis auch gleich timed out. Wollen wir das, Achim? Achim hat keine Connection mehr. Natürlich war das Achim. Achim hat kein Net. Geht das nicht auch alles auf die mobilen Daten? Ja. Toll. Natürlich. Würde das auch niemals machen. Und Achim meint, er kann das. Dann ist mir das relativ egal. Boah, wie soll ich... Nein, oh, Palmen! Es lief sogar gar nicht mal so scheiße. Oh, Alter, der fließt ja direkt auf den Strommast zu, den siehst du ja gar nicht am Ende. Weißt du, was ich meine? Nein. Der ist kurz nach, also nicht im Ziel, sondern beim letzten Checkpoint, da ist ein Strommasten. Und bei meiner Flugweise fliege ich da immer frontal drauf und der ist so dünn immer, den sehe ich jetzt voll spät, weil dieser sich aufs Tiefliegen konzentrieren muss. Was an den Windmühlen ja eh schon schwer ist, mit Hügels. Dann krieg ich die Kurve nicht mehr. Ich krieg die Kurve nicht! Zitat von Berti. Oh, und hinterher musst du noch dem Leader hinterher fliegen, ey. Formationsflug schon wieder. Na, ja, so wird in der Art könnte das sein. Oder. Und hopp. Oh nein. Oh shit. War auch schon wieder gefailt. Muss hier doch irgendeine perfekte Route geben. Das war eine Laterne. Also irgendwie wollen die Windmühlen nicht, dass ich das mache. Ne, bist gerade im Fruststrudel. Die zerschmettern mich immer. Noch nicht, aber die zerschmettern mich immer. Immer, ich, keine Ahnung, fliege ich einen Meter zu hoch. Einen Meter nicht, aber
10 cm zu hoch und dann pff, knallen die mich so weg. Eiskalt. Jetzt sind die auch voll durch. Ziehen voll durch. Halten sie mich ab. Ich meine, beim Fußball, wenn du da musst du voll durchziehen, sonst verletzt du dich. Mhm. Also Ball gegen Ball wird's, ne? Wenn beide treten wollen den Ball, dann durchziehen. Musst du durchziehen, sonst kaputt. Außer im Training, deine eigenen Leute willst du natürlich nicht verletzen. Wenn man das nicht. Absichtlich das Flugzeug in den Boden gerammt. Du sollst nicht kommentieren. Okay, dann lass ich das. Oder? Shit. Hey, wie heißt das noch, was du machst? Sag ich nicht. Oh, kannst du mir nicht vorhalten. Jetzt hab ich mich verreißt. Jetzt hab ich mich verreißen. Was? Ja. Du sollst nicht beschreiben, was du machst? Kommentieren. Umschrieben. Wie umschrieben? Ja, beschreiben und umschreiben ist es fast dasselbe. Ja und? Was? Ja und? Warum hast du das jetzt gesagt? Weil ich das im Kopf hatte. Bist ein Penner, willst du ja alles besser wissen als ich. Ja, lass es sein. Nee, das wirst du nicht hinkriegen. Weißt du warum? Weil du Gott bist. Ja, genau. Oh shit. Oh fuck. Wie ich mir einfach nur den Flügel abgerissen habe und sonst eigentlich nichts passiert war. Ich finde das lustig, wenn man so ganz kurz über den Boden fliegt und dann so pff, kaputt. Ja. Bisschen ins Wasser aufditscht. Oh. Ganz knapp habe ich gerade nur den Felsen berührt. Pff, Flügel weg. Oh. Oh. Ah, warum muss es auch mitten in der Stadt sein? Zwischen all den Wolkenkratzern. Weil sonst so einfach wäre. Nein, Wixi riecht mir auch voll auf. Vor allem die Canyon-Wixi, die ist. Oh, die haben ja 2 Meter, ne, das wird doch nichts mehr. Ja, nee, da will ich, na egal, ich versuch zumindest. Vielleicht haben die Windmühlen am Ende wieder was dagegen, aber. Ups. Ja, jetzt haben wir so. Das war cool. Ah, ich hab's gecrashed. Gecrashed. Wunderschön. Oh Gott, jetzt geht die Luft aus. Das war anstrengend. Oh mein, jetzt? Oh Gott, jetzt fliege ich ja ganz behindert, ey, weil ich auch nicht aufpasse, ich auch nicht aus. Konzentriert habe. Halt die Fresse, Stalo. Ich bin bei 0,2 Meter und der erzählt mir Stalo. Bin low. Hab schon wieder ein Gebäude geknutscht. Warten. Du sollst nicht B schreiben. Machen Fußballkommentatoren das nicht teilweise auch? Oh, ich kann jetzt nicht. Teilweise, ja. Aber da ist ein Unterschied zwischen B-Schreiben und Kommentieren.
Kommentieren sagst du auch, was du machst, ja. Aber du erklärst noch weiter im Hintergrund. Habe ich vorhin auch schon getan, dann habe ich meinen Anteil an Kommentieren auch schon abgedeckt. Als ich gesagt habe, du sollst nicht B schreiben, sondern kommentieren, hast du das gemacht. Das ist schon anspruchsvoll. Jetzt bin ich im Abschlussbildschirm noch gecrashed, aber ich hab's nicht geschafft. Ich hab nur Silber gekriegt, weil ich 15 cm drüber war. Leute, ich habe da 11.000 für gekriegt. Für Silber. Nietzsche. Ja, geht so. Ich muss das nochmal machen, weil ich kein Gold habe. Aber immerhin ist da kein bronzener Punkt mehr, sondern silberner jetzt. Nein, oh, Mama. Das ist genauso frustrierend wie die Fliegen. Genau. So wie du auch. Patrick! Mach's genauso wie ich auch. Jetzt dreht er mich, jetzt dreht er völlig mich. Klingt ja an sinnlos an, was zu zitieren. Sagt nicht mal die Quelle. Kein wissenschaftliches. Ich habe irgendwie 100 Dollar gerade gezahlt. Oder noch mehr. Wahrscheinlich 175. Mein behinderter Mechaniker, der nichts für mich tut hier. Was tut es? Flugzeug gerät gerade außer Kontrolle ein bisschen. Yo! Jetzt hol ich hier nie wieder ein. 5 Meter, die. Alter! Soll ich die auf der Autobahn noch einholen? Gibt er mir so 5 Meter, ey. Genau. Der will mich nur ärgern, will er mich. Ärgern. Nein. Oh, man, oh man. Da versucht man noch so ganz sneaky eine richtig scharfe Kurve zwischen zwei Gebäuden zu machen, aber meistens endet es halt in der Wand. You are go. Okay. Ich bin go. Was? Er hat gerade gesagt, you are go. Mann, jetzt unterhalt die Leute mal, das wird ja sonst voll langweilig, ich sag dir das. Ja, waren die anderen doch auch schon. Ja, weil du die nicht unterhältst.
Wenn du da sitzt, was soll ich denn da groß sagen? Wir machen das gleiche immer und immer wieder und versuchen Gold zu kriegen und dabei fliege ich immer wieder ans Gebäude rein. Du musst das gleiche immer und immer wieder halt nur witzig gestalten. Ist auch alles gut. Da ist halt, gibt's schon von Anfang an nicht so viel Potenzial, wenn das jeder alleine macht. Ist einfach so. Ja, musst du jetzt mal den Alleinunterhalter spielen. Lol. Was war das denn? Da bin ich immer irgendwo hängen geblieben, wo es nichts war. Ich sag's dir. Mega dumm. Mega dumm. Och nein! Ah, oh, das war fast perfekt! Das war fast perfekt. Oh, war das behindert. Das gilt nicht. Noch zwei Flaggen, die waren in meiner Nähe und dann verkacke ich's. Ich hätte sogar in der Zeit schaffen können. Meinem Auge wackelt gerade ein Video. Von meinem Augenwinkel meine ich. Auf dem Bildschirm vom Laptop, das stört ein bisschen. Ja, siehst du, hast es geschafft. Super. So ein behindertes Video, oder? So eine Kacke hier. What? Nicht mehr gestartet. Weißt du, Facebook, ey, das lädt. Boah, hör auf! Es lädt neu, ne? Ja, ja. Guck dir das Video an. Guck es dir an. Guck. No. Kann man den Scheiß nicht ausstellen? Weiß ich nicht. Kann man besuchen. Mann, diesen Auto-Wiedergabe-Kack kann man abstellen. Ja, dann mach das doch. Hab ich bei mir. Das ist schon scheiße. Ja, wieso meinst du dann? Wieso weißt du dann nicht, wenn du es bei dir hast? Was soll das? Weil das bei mir auf dem Handy dann trotzdem den Scheiß immer wieder abspielt. Dir so unsicher? Bist du so unselbstbewusst? Ja, ich bin vollkommen unselbstbewusst. Heißt das so? What the fuck? Ich bin einfach nicht selbstbewusst. Unselbstbewusst. Der Mann, der die Pop-Up-Werbung erfunden hat, entschuldigt sich öffentlich war. Die wohl meistgehasste Form in der Werbung gefunden zu haben. Ist okay, ist angenommen. Ich kann da ja auch nicht für. Ah, fuck, jetzt habe ich kein X gedrückt. So ist das, ne? Wir sind immer plopp. Oh nein. Gebäude. I do it very wrong because reasons. Ich hab gleich keinen Bock mehr, wir müssen gleich irgendwas anderes machen. Jetzt höre ich hier auf. Na, no shit. Last try und dann machen wir irgendwas anderes. Sonst hab ich keinen Bock mehr auf GTA. Was machen? Irgendwas anderes. Was schwebt dir denn vor? Nicht das. Ich glaube, heute sind noch neue Jobs rausgekommen. Nein, also, ich spiele das gar nicht. Warte mal. Von Rockstar verifiziert. Ich mach gerade die ganze Zeit den Verti mit meinem Kopf. Apropos Kopf, der juckt gerade. Oh no. Oh, jetzt hab ich schnell gekratzt. Oh, und hab's noch gewertet. Hoppla, hoppla. Wirklich der beste Weg, den ich da fliege? Nee.
Nee. Oh nö. Shit. Das war total Bullshit hier. Okay. Mal sehen, ob die das gefixt haben oder nicht. Versuch das hier eben noch einmal zu machen. Egal wie lange das dauert, und dann komme ich auch raus. Wenn. Ja, ich bin mir gerade ziemlich sicher, dass sie das möchte. Was? Mein mein persönliches Auto wurde von der Polizei beschlagnahmt. Eine Scheiße. Oh, schon wieder gecrashed. Ich habe auch keinen Bock mehr.